Im letzten Video habe ich Ihnen einen Überblick darüber gegeben, wie Bildung heute verstanden wird. Dabei ist deutlich geworden, Bildung ist nicht nur außerordentlich vielschichtig, sondern auch vieldeutig und deshalb sehr schwer zu fassen. Dabei kann sich Bildung einerseits auf den Prozess des Sich-Bildens beziehen und andererseits auf das Ergebnis dieses Prozesses. Eine weitere Unterscheidung betrifft Bildung als etwas, das das Individuum tut und andererseits als etwas, das die Gesellschaft als Ganzes tut, was sie vorantreibt. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich in unserem Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Bildungsverständnisses Bildung in engem Zusammenhang mit den Ideen der Aufklärung beschrieben habe. In der Kombination dieser Dimensionen zeigen sich die doch sehr verschiedenen Bereiche, auf die Bildung sich bezieht. Um den Bildungsbegriff deshalb jetzt noch weiter zu schärfen, möchte ich im Folgenden eine Differenzierung vornehmen, die unserem heutigen Bildungsverständnis noch besser entspricht und dieses in seiner ganzen Breite verdeutlicht. Schule gilt heute immer noch als Inbegriff von Bildung. Bildung in diesem Sinne ist von bestimmten Merkmalen charakterisiert, die man auch als Modalitäten bezeichnen kann. Lernen in der Schule ist gekennzeichnet durch ein systematisches, zielgerichtetes Vorgehen, das geplant wurde und gesetzlich in den Rahmenlehrplänen verbindlich geregelt ist. Es folgt einem hohen Grad an Standardisierung. Denn jeder Schüler und jede Schülerin soll bestimmte Inhalte lernen. Ob dies erfolgreich war oder nicht, wird durch Ergebniskontrollen geprüft. Wenn wir uns nun von der engen Fixierung auf Schule lösen und andere Bildungsorte und Bildungsgelegenheiten mit einbeziehen, dann können diese Bildungsmodalitäten auch ganz anders ausgeformt sein. So kann Bildung auch ungeplant und zufällig aus bestimmten Erlebnissen oder Erfahrungen heraus geschehen. Dann wäre Bildung ein unsystematisches Vorgehen, das auch von Zufällen abhängt, die sehr individuell und eben nicht für alle gleich, also standardisiert wären. Es gäbe dann nur ein sehr, sehr allgemeines Ziel, Bildung, und nicht konkrete Lernziele. Entsprechend wäre es auch nicht möglich oder würde als nicht notwendig erachtet, diese zu prüfen. Eine Ergebniskontrolle würde nicht stattfinden. Diese unterschiedlichen Modalitäten kennzeichnen auch verschiedene Bildungsorte. Schule und Hochschule können als Orte formaler Bildung verstanden werden. Nonformale Bildung findet in Kindertageseinrichtungen und in der Kinder- und Jugendarbeit statt. Die Orte formaler und nonformaler Bildung sind im weitesten Sinne Institutionen, denn sie folgen einer Organisation. Nicht institutionell sind hingegen die Orte informeller Bildung, wie die Familie als erster Bildungsort, die Peers, also die Gleichaltrigen, aber auch Medien, soziale Medien und zum Beispiel natürlich auch die Natur. An diesen Orten findet Bildung in hohem Maße zufällig und ungeplant, nebenbei und daher oft auch unbemerkt statt. Inwieweit also formale Bildungsansprüche an Kindertageseinrichtungen gestellt werden, wird uns im Verlaufe dieser Lehrveranstaltung immer wieder beschäftigen. Schauen wir uns deshalb jetzt einmal genauer an, was eigentlich unter Bildung in der frühen Kindheit verstanden wird. Gerd Schäfer beschreibt drei Merkmale, die für das heutige Bildungsverständnis auch in der Pädagogik der frühen Kindheit als kennzeichnend gelten können. Die Selbsttätigkeit des Individuums. Der Mensch bzw. das Kind muss Bildung selbst und aktiv verwirklichen. Bildung kann nicht von außen erzeugt werden. Bildung wird als umfassend verstanden und integriert, deshalb verschiedene Aspekte. Sie besteht nicht nur aus Wissen, sondern auch aus Handeln und Denken. Im Verlauf des Bildungsprozesses entsteht eine innere Ordnung, ein Wissen über die Welt. Diese macht die Persönlichkeit aus und wirkt sich maßgeblich auf Denken, Handeln, Einstellungen etc. aus. Das Bildungsverständnis der Frühpädagogik, so ist hier schon einmal deutlich geworden, ist ganz nah dran an dem, was wir auch insgesamt unter Bildung verstehen. Es ist aber gerade für die Bildung der in den ersten Lebensjahren besonders wichtig, sich bewusst zu machen und explizit zu machen, was eigentlich unter Bildung in dieser Altersspanne verstanden wird.
Mm-hmm.